Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Nachrichten, präsentiert von deiner WLZ. Das Korbacher Freibad, das seit über 60 Jahren besteht, benötigt dringend eine Sanierung, da ein Gutachten erhebliche Mängel in Becken, Gebäuden und Technik aufdeckte. Eine erste Kostenschätzung eines Architekturbüros prognostiziert Sanierungskosten von 13,8 Millionen Euro brutto, wobei die endgültige Entscheidung über die Sanierung von der Stadtverordnetenversammlung getroffen wird. Die Kreisverwaltung Waldeck-Frankenberg entwickelt gemeinsam mit verschiedenen Partnern ein Edersee-Verkehrskonzept und lädt zur Beteiligung an einem digitalen Bürgerdialog am 18. Oktober um 18 Uhr ein, bei dem Interessierte ihre Ideen einbringen und über die Verkehrssituation diskutieren können. Die Stadtverordneten von Korbach haben gegen eine Änderung des Bebauungsplans für die Briloner Landstraße gestimmt, wodurch die Post gezwungen ist, eine neue Immobilie für ihren Zustellstützpunkt zu suchen. Die Entscheidung führte zu Kontroversen, da der aktuelle Standort im Bebauungsplan als Sondergebiet für einen Elektrofachmarkt ausgewiesen ist und eine Änderung notwendig gewesen wäre, um die Post dauerhaft zu halten. Für alle Reiselustigen: Bei Caravan Konrad in Bad Wildungen finden Sie genau das, wonach Sie suchen. Ab Oktober 2023 bietet Caravan Konrad Modelle aus der Mietflotte zu speziellen Sonderpreisen an. Ob Mieten, Kaufen, Werkstattservice oder Campingzubehör, bei Caravan Konrad sind Sie richtig. Entdecken Sie mehr auf caravan-konrad.de. Tatjana Schilling, eine 52-jährige Leichtathletin vom TSV Korbach, hat bei den Europameisterschaften der Masters in Pescara einen neuen Weltrekord im Siebenkampf aufgestellt, indem sie 6.165 Punkte erzielte, einen Punkt mehr als die bisherige Rekordhalterin. Trotz der widrigen Wetterbedingungen, insbesondere starkem Regen, gelang es Schilling, ihre Bestleistungen in mehreren Disziplinen zu erbringen und den Rekord zu brechen. Für weitere lokale Nachrichten und tiefgehende Berichterstattung abonniere unser WLZ-IP-Paper. Bleib informiert, bleib uns treu, deine Heimatzeitung.